Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Vorlesung im Europarecht aus der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin darf ich Sie wiederum sehr herzlich begrüßen. Schon mit der Errichtung des gemeinsamen Marktes in den römischen Verträgen gab es erste Überlegungen, ob auch eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion errichtet werden sollte. Das ist mittlerweile geschehen, wie Sie alle wissen. Die Währung der Europäischen Union ist der Euro. Und Sie wissen genauso und wissen auch, dass es in den letzten Jahren das eine oder andere Problem in der Eurozone gegeben hat. Die rechtliche Seite dieser Probleme werden wir uns jetzt anschauen. Ja, meine Damen und Herren, natürlich werden wir aber nicht nur über Probleme reden, sondern uns überhaupt das Gebiet erstmal erarbeiten. Was sind die Ausgangspunkte? Was sind insbesondere die realen Ausgangspunkte, also nicht die normativen, nicht die rechtlichen, sondern welche Wirklichkeit finden wir vor? Wir finden vor eine unterschiedliche Wirtschaftskraft der EU-Mitgliedstaaten. Das war schon von Beginn an so, auch unter den 6 Gründungsmitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1958 gab es sehr unterschiedliche wirtschaftliche Ausgangsdaten und das begleitet die europäische Integration im Grunde von Anfang an. Die Mitgliedstaaten sind auch unterschiedlich wirtschaftlich strukturiert. Damit ist nicht nur der quantitative Output gemeint, sondern auch die Wirtschaftsstruktur selbst, also agrarisch versus industriell, Dienstleistung versus industriell oder kleine Unternehmen, große Unternehmen, Staatsunternehmen, private Initiative. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und das führt dazu, dass die Mitgliedstaaten unterschiedliche ökonomische Interessen haben, die in die Europäische Union, die ja im Kern eine Wirtschaftsgemeinschaft ist, eingehen. Ich hatte, wie Sie sich vielleicht erinnern, die Paragraphen über den Binnenmarkt ja überschrieben mit damit, dass der Binnenmarkt der Kern der europäischen Integration ist. Auch in Bundesstaaten, die Europäische Union ist kein Staat, aber ein föderales Gebilde, auch in Bundesstaaten gibt es solche finanziellen, ökonomischen Disparitäten und das wird vielfach durch Finanzausgleichssysteme ausgeglichen. Sie kennen aus Ihren Verfassungsrechtsvorlesungen den bundesstaatlichen Finanzausgleich in Deutschland und Sie wissen, welche Schwächen dieser Finanzausgleich hat, dass es etwa bestimmte Bundesländer gibt, die niemals oder nur sehr, sehr schwer aus der Empfängerrolle herauskommen, weil ihnen eben die entsprechende Wirtschaftskraft fehlt. Dieses Argument besonders stark zu machen, ist vielleicht aus Berlin nicht so besonders leicht. Und in der Europäischen Union kennen wir kein allgemeines Finanzausgleichssystem. Es gibt, ich bin geneigt zu sagen, bislang kein System, wie wir das mit dem Länderfinanzausgleich in der Bundesrepublik haben, das in die schwächeren Mitgliedstaaten in großem Umfang Mittel lenkt, um sozusagen das Ganze aufrechtzuerhalten. Stattdessen hat man sich sehr früh und mit einer gewissen Berechtigung dazu entschieden, die Disparitäten auszugleichen über die Förderung konkreter Projekte, über Strukturfonds. Sie kennen den Regionalfonds, den Agrarfonds, Sie kennen den Europäischen Sozialfonds. All dies ist nicht Gegenstand einer akademischen Europarechtsvorlesung, weil die Rechtsprobleme, die sich darstellen können, schlicht zu komplex sind, aber Ihnen ist das bekannt. Sie alle kennen die berühmte Tafel am Wegesrand oder an einer Straße oder an einem Gebäude, kofinanziert mit Mitteln der Europäischen Union. In Grenzen versucht diese Fondspolitik, die Strukturpolitik, hier diesen Ausgleich zu leisten. Wie verhält sich dazu die Wirtschafts- und Währungspolitik in der Europäischen Union? Schon in den römischen Verträgen war der Keim für eine gemeinsame Währung gelegt. Also wir
gehen jetzt einen Schritt weiter von der realen Situation mit den Disparitäten, die ich geschildert habe, zur Entwicklung hin zu einer gemeinsamen Währung und dann den Rückfolgerungen auf die wirtschaftspolitische Situation. Zu Beginn gab es auch wenig Spielraum, um nicht zu sagen gar keinen Spielraum für eine gemeinsame Währung. Dazu ist ein Blick in die Weltwirtschaftsgeschichte erforderlich und in das Weltwirtschaftsrecht. Mit der Konferenz von Bretton Woods aus dem Jahr 1944 war in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise von 1929 ein System errichtet worden, das solche Verwerfungen wie in den 20er Jahren verhindert werden sollte, nämlich das hier so gekennzeichnete Bretton Woods-System. Wodurch zeichnet sich das aus? Feste Parität der Währungen zum Dollar. Also ein Dollar hat immer einen festen Umtauschkurs seinerzeit zur D-Mark, zum britischen Pfund, zum französischen Franc gehabt. Und der Dollar war an den Goldpreis gekoppelt. Das heißt, ein Dollar entsprach einer bestimmten Menge. Ich habe das auch irgendwo mal notiert. So und so viel Hundertstel Gramm Gold, ja. Das heißt, die Währungen waren in einem festen System, Auf- und Abwertungen waren ausgesprochen schwierig zu bewerkstelligen. Und dann hat man natürlich letztlich, auch wenn es andere Denominationen sind, so etwas wie eine Weltwährung, nämlich den Dollar, und braucht keinen Euro, der dann ja auch nur eine Recheneinheit wäre. In den 1970er Jahren wurde aus unterschiedlichen Gründen das Bretton Woods-System aufgebrochen. Das hängt damit zusammen, dass die Wechselkurse die Realität nicht mehr abbilden, insbesondere nach dem, was wir als deutsches Wirtschaftswunder bezeichnen. Und außerdem gab es große Verwerfungen wegen der ersten großen Ölkrise, sodass das Bretton Woods-System zerbrach. Und man kann es gleichsam beobachten, in Europa die Schritte zur gemeinsamen Währung gegangen wurden. Zwar gab es schon Vorarbeiten, aber jetzt war sozusagen erst einmal die Notwendigkeit da, sich in Europa auch auf Währungsfragen zu einigen. Und so, jetzt schließt sich der Kreis, ist die Währungspolitik der Mitgliedstaaten Spiegelbild der unterschiedlichen Wirtschaftskraft und Struktur. Bitte um Nachsicht für den kleinen Tippfehler hier in der Folie. Ja, der Bindestrich muss an die Struktur ran und das S klein. Spiegelbild der unterschiedlichen Wirtschaftskraft und Struktur in der seinerzeitigen europäischen Gemeinschaft. Über unterschiedliche Schritte, insbesondere in den späten 1980er Jahren, dass der berühmte Delors-Bericht nach dem seinerzeitigen französischen Kommissionspräsidenten Jacques Delors ist dann der Euro entstanden und der wurde in drei Stufen eingeführt. 1999 war die Einführung abgeschlossen, zunächst als Buchgeld zwischen 1999 und 2002. Sie werden daran oder die meisten von Ihnen werden daran wenige persönliche Erinnerungen haben, wurden Preise immer in Euro und Landeswährung, also damals etwa in Deutschland D-Mark, ausgewiesen, bevor 2002 dann die Euro-Bargeld-Einführung den Prozess wirklich abgeschlossen hat. Ich möchte diese historischen Abläufe, die in der Forschung mittlerweile sehr, sehr gut untersucht sind, nicht übertreiben. Ich möchte nur auf eines aufmerksam machen. Es wird immer wieder gesagt, die Euro-Einführung sei sozusagen der Preis Deutschlands gewesen für die Zustimmung insbesondere Frankreichs, aber auch anderer Mitgliedstaaten zur deutschen Wiedervereinigung. Der wahrscheinlich beste Kenner dieses Zusammenhangs, der britische Wirtschaftshistoriker Harold James, schreibt in seiner großen Geschichte der Währungsunion sinngemäß, dass das eine Fake News sei. Ja, also eine Information,
die man so nicht historisch stehen lassen kann. Das möchte ich einfach nur mal hier festgehalten haben, weil das in Darstellungen, die Sie vielleicht auch zu dem Thema lesen, immer wieder besonders hervorgehoben wird. Ein vielfach gehörtes Argument im Kontext der Diskussion der Währungspolitik ist auch die Asymmetrie zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik. Es wird vielfach vorgetragen, der Euro sei deswegen eine Fehlkonstruktion, weil einer währungspolitischen Vergemeinschaftung keine wirtschaftspolitische Seite gegenüberstehe. Das bestreite ich, damit bin ich verhältnismäßig alleine, aber unter einem gewissen Gesichtspunkt muss man das vehement bestreiten. Es gibt ein wirtschaftspolitisches Konzept der Eurozone und das wird durch bestimmte Stabilitätsnormen, so will ich sie mal bezeichnen, im Vertrag beschrieben. Es geht hier um eine Kombination zwischen marktwirtschaftlicher und administrativer Steuerung. Also die Verträge nutzen konzeptionell Marktprozesse und flankieren diese um verwaltungsmäßige Abläufe. Wie gut das funktioniert und wie effektiv diese Steuerungsmechanismen sind, das ist ein anderes Problem, aber sie sind zunächst einmal da. Man kann natürlich als nächstes sagen, sie sind zu schwach und sie sind nicht gut genug, aber die Asymmetrie wird sozusagen aus meiner Sicht herbeidiskutiert, wenn man die Normen der Verträge nicht hinreichend ernst nimmt. Was hier fehlt, ist gewissermaßen eine politische Steuerung gegen ökonomische Grundannahmen. Das verhindern die Verträge und das kennen wir. Das ist die typische machtbeschränkende Grundtendenz des Europarechts, die sich wendet gegen die Mitgliedstaaten, die ihre Grenzen protektionistisch abschotten, die sich wendet gegen Vermachtungen großer Unternehmen, die den freien Binnenmarkt wieder zerstören würden, aber auch, haben Sie kennengelernt im Kapitel über das Wettbewerbsrecht, die sich auch dagegen wenden, dass die Mitgliedstaaten den Wettbewerb beeinträchtigen. Das setzt sich nach meiner Auffassung hier fort. Und da gibt es zunächst einmal eine Reihe von Elementen marktwirtschaftlicher Steuerung, die wirtschaftspolitische Rückwirkungen haben. Es ist etwa verboten, den Mitgliedstaaten und auch der Union monetäre Staatsfinanzierung zu betreiben. Was ist monetäre Staatsfinanzierung? Wir werden noch etwas näher darauf eingehen, nur plakativ so viel. Das heißt, dass man die staatlichen Aufgaben dadurch finanziert, dass man sein eigenes Geld herstellt, indem man Einfluss nimmt auf die Zentralbank. Verboten ist weiterhin das sogenannte Bailout, Artikel 125 AEUV. Auch diese Norm werde ich näher erläutern. Bitte nicht erschrecken, wenn Sie die jetzt schon mal im Überblick lesen. Die ist nicht so leicht zu lesen, genau wie der 123. Es ist nicht erlaubt, dass die Mitgliedstaaten einander die Schulden abnehmen. Hier ist das Ziel, dass die Mitgliedstaaten eben vernünftig wirtschaften und ausgeglichene Haushalte haben und so wirtschaftspolitisch stark bleiben. Das ist das Konzept. Ebenso die Bindung der Europäischen Zentralbank auf das alleinige Ziel der Preisstabilität in Artikel 127 Absatz 1 AEUV. Preisstabilität heißt also im Wesentlichen die Verhinderung von Inflation, die Verhinderung von Wohlstandsverlust durch Geldentwertung. Und ökonomisch ganz wichtig, die Erhaltung der Funktion von Preisen als tatsächliches Wertmerkmal von Gütern, damit also nicht durch inflationäre Verzerrungen im Grunde der Preis nicht mehr richtig abgebildet wird oder wie wir es jetzt auch teilweise haben, durch deflationäre Verzerrungen. All dies hat das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil billigend beschrieben, so nenne ich es einmal. Den entscheidenden Auszug habe ich Ihnen auf Seite 10 des Handouts abgedruckt. Natürlich ist das nicht europarechtlich verbindlich. Das habe ich schon verstanden. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht in der Lage, das Europarecht verbindlich auszulegen. Das macht ja nur der Gerichtshof. Aber dieser beschreibende Text über die Art und Weise, wie die Währungsunion funktioniert, gibt uns
Information darüber, wie das Konzept eben gedacht ist. Das ist deswegen nicht ganz leicht zu lesen, weil die Normen mittlerweile andere numerische Bezeichnungen haben. Alle die dort genannten Vorschriften sind aber weiterhin im AEUV enthalten. Die marktmäßige Steuerung aber reicht alleine nicht hin nach dem Konzept des AEUV und so treten Elemente administrativer Steuerung hinzu. Wir haben zunächst mal als präventives Element die wirtschaftspolitische Koordinierung, also administrativ zunächst mal eine präventive Seite. Das ist in Artikel 121 AEUV geregelt. Worum geht es? Es ist hier ein Mechanismus beschrieben, der die Koordinierung der mitgliedstaatlichen Volkswirtschaften bewirken soll. Ergänzt wurde dieser Mechanismus durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1997. Eine Ansammlung von Rechtsakten und Erklärungen, die die Steuerung, die koordinierende Steuerung präzisiert. Das wurde verschärft im Jahr 2011 im Zuge der Staatsschuldenkrise in der Eurozone, weil in der Zwischenzeit die Steuerung zu lax geworden war und eben Risiken in das System hineingekommen sind, die dann zu den bekannten Verwerfungen in der Staatsschuldenkrise geführt haben. Umgesetzt wird diese Koordinierung im europäischen Semester, das zeige ich Ihnen gleich. Es gibt noch zwei Ergänzungen. Das Two-Pack, dazu muss man überhaupt mal erläutern, warum steht da Six-Pack und Two-Pack? Nun, es war im Six-Pack waren es sechs Rechtsakte, also Richtlinien und Verordnungen, im Two-Pack dann eben nochmal zwei. Und das hat man humorig mit als Sixpack bezeichnet. Ob es ein Two-Pack in irgendeinem Lebensbereich sonst gibt, weiß ich gar nicht. Diese Bezeichnungen haben sich jedenfalls sogar in der Europarechtslehre etabliert. Zusätzlich gibt es auch, ich habe Ihnen alle diese Rechtsakte für den Fall Ihres Interesses gerne zur Verfügung gestellt, den sogenannten Fiskalpakt aus dem Jahr 2012. Da geht es darum, dass die Mitgliedstaaten sich verpflichten, in ihr Verfassungsrecht die Schuldenbremse aufzunehmen und hier einen Mechanismus zu etablieren, die Schuldenbremse und ihre Einhaltung auch zu vollziehen. Interessanterweise ist dieser sogenannte Fiskalpakt, der als völkerrechtlicher Vertrag ergangen ist, nicht erwähnt worden, als vor kurzem in der allgemeinen Öffentlichkeit diskutiert wurde, ob die Schuldenbremse nicht aus dem Grundgesetz wieder entfernt werden soll. Die politische Debatte dazu möchte ich nicht aufgreifen, aber völkerrechtlich ist das ein Problem, das auch die Akteure kennen dürften. Nun, diese sehr komplexen Steuerungsmechanismen sind für Sie im Pflichtfachbereich nur sozusagen in Ihrer Existenz zu kennen. Ich zeige Ihnen jetzt noch kurz diese Umsetzung im europäischen Semester, wie das funktioniert. Das folgt dem Ablauf des Artikel 121 AEUV. Und so ist es so, dass die Europäische Kommission sowohl die Haushalt- und Strukturpolitik der Mitgliedstaaten analysiert, als auch danach sucht, ob es makroökonomische Ungleichgewichte gibt. Diese Lageanalyse findet statt im November und dann geht es weiter, dass ein Jahreswachstumsbericht erstellt wird von der Kommission auf dieser Basis beziehungsweise ein Warenmechanismusbericht, der also diese Ungleichgewichte identifiziert. Es werden daraus dann politische Leitlinien formuliert und eine Empfehlung für die Eurozone entworfen. Die Mitgliedstaaten legen ihre spezifischen Ziele, politischen Maßnahmen und Pläne dar. Das geschieht dann ungefähr bis Mai. Die Europäische Kommission gibt dann im Mai, Juni länderspezifische Empfehlungen ab. Die Empfehlungen werden im Rat beraten und vereinbart, im Europäischen Rat gebilligt und vom Rat verabschiedet. Die Mitgliedstaaten sollen das dann umsetzen bei der Beschlussfassung über den Staatshaushalt des Folgejahres
um sozusagen ihre Konsequenzen daraus zu ziehen. So ist dieser Koordinationsmechanismus konstruiert. Wirtschaftswissenschaftlich ist das ein Hightech-Instrument. Das arbeitet mit sogenannten Scoreboards. Das nimmt eine Fülle von Daten auf. Das gibt eine sehr aussagekräftige Information über die Wirtschaft in der Europäischen Union bzw. in ihren Mitgliedstaaten. Politisch ist es natürlich schwierig. Es sind lediglich immer Empfehlungen. Die Mitgliedstaaten ignorieren diese Empfehlungen häufig. Und es ist natürlich auch politisch schwierig, in einem nicht ausschließlich demokratisch gesteuerten Prozess, es ist ja ein expertokratisch wissenschaftlich gesteuerter Prozess, daraus dann politische Entscheidungen abzuleiten. Aber wir müssen die Existenz dieses europäischen Semesters zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch das Potenzial positiver Entwicklungen aus diesem Mechanismus erkennen. Außerdem gibt es als repressives Element in der wirtschaftspolitischen Koordinierung oder wirtschaftspolitischen Steuerung, in der administrativen Steuerung, das Defizitverfahren, geregelt in Artikel 126 AEUV sowie in der Verordnung 1467 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit. Diese Verordnung ist Teil des Stabilitäts- und Wachstumspaktes von 1997. Worum geht es hier? Es geht hier darum, dass dann, wenn ein Staat über 3% Netto-Neuverschuldung im Jahr hat oder seine Schuldenquote über 60% vom Bruttoinlandsprodukt liegt, dann ein Defizitverfahren eingeleitet werden kann, wenn also die Stabilitätskriterien für den Eintritt in die Eurozone nicht mehr erfüllt sind. Dann gibt es ein Defizitverfahren, das enden kann in einer Sanktionierung des Mitgliedstaates. Die Sanktion besteht in Strafzahlungen. Ob das bei einem Staat, der überschuldet ist, eine angemessene Sanktion ist, darüber kann man natürlich diskutieren. Dieses Defizitverfahren hat einen entscheidenden Schlag erhalten im Jahr 2004, als zwei Mitgliedstaaten letztlich politisch signalisiert haben, dass sie sich nicht daran halten wollen und ihre Verschuldung über der 3%-Grenze lag, für damalige Verhältnisse deutlich, einer davon mit 3,8%. Und der EuGH im Artikel 126 ein hinreichendes politisches Ermessen des Rates sah, tatsächlich diesen Mitgliedstaaten das durchgehen zu lassen. In der normalen Vorlesung gibt es dann immer eine Ratestunde, welche Mitgliedstaaten werden das schon gewesen sein. Ich sage jetzt nicht, welche da immer studentischerseits genannt werden. Ich sage Ihnen, dass es Frankreich und Deutschland waren, die als erste gegen die Defizitgrenzen verstoßen haben. Der damalige Bundeskanzler hat das mit einem lockeren Basta sozusagen überspielt. Das hat dazu geführt, als Signal natürlich, dass Mitgliedstaaten, die noch größere Probleme hatten, ihren Schuldenstand einzuhalten, ihre Politik dieser Lockerung angepasst haben, sodass man später in dem von mir schon erwähnten Sixpack in einer Verordnung das Defizitverfahren wieder verschärfen musste und im Twopack auch noch eine Verschärfung hinzukam. Der letzte Teil des Dramas war die Auseinandersetzung um den italienischen Haushalt im Jahr 2018. Sie erinnern sich vielleicht, dass Italien eine Regierung hatte, die aus Rechts- und Linkspopulisten zusammengesetzt war. Das ist eine Mischung, die sich schwer tut mit der Einhaltung solcher supranationalen Anforderungen. Noch schwerer vielleicht als die Mitgliedstaaten, die 2004 die Aufweichung herbeigeführt worden haben, wobei ich das in keiner Weise rechtfertigen möchte. Das ist jedenfalls der Stand seither. Es ist dann nicht zu einem Defizitverfahren gegen Italien gekommen, auch nicht gegen Portugal, Spanien und Frankreich, was denkbar gewesen wäre in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2019 vielleicht nicht mehr, aber 2018. Und seither ist es ruhig geworden um das Defizitverfahren. Und da sind wir schon bei den Weiterentwicklungen der wirtschaftspolitischen Steuerung bzw. administrativen Koordinierung. Es
gibt seit einigen Jahren Pläne dafür, der Eurozone ein Budget zuzuordnen, um eben Wirtschaftspolitik auch fiskalisch zu untersetzen, also durch Geldzahlungen. Was daraus geworden ist, werden wir am Ende der Vorlesung sehen. Der Vorschlag ist im Großen und Ganzen, aber nicht ausschließlich auf den 2017 gewählten französischen Präsidenten Macron zurückzuführen. Und die Europäische Kommission hat den Vorschlag so ähnlich unterbreitet. Wer Interesse an diesen Fragen hat, die Dokumente habe ich in Moodle zur Verfügung gestellt. Es ist aber letztlich bis Anfang 2020 nicht so wirklich viel herausgekommen. 2020 ist ja ein zusätzlicher Akteur auf die Bühne getreten, den man nur unter dem Elektronenmikroskop sehen kann. Und das hat zu Änderungen in dieser Budgetfrage geführt. Dazu komme ich noch. Das hat auch dazu geführt, dass die administrative Steuerung während der Pandemiekrise ausgesetzt ist. Alle Absprachen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1997 sind gegenwärtig ausgesetzt. Das ginge auch gar nicht anders, weil man die Verschuldensgrenzen ja momentan nicht einhalten kann. Die interessante Frage und extrem wichtige Frage in Europa rechtswissenschaftlicher Hinsicht, aber auch mit Blick auf, ja, ich möchte fast sagen, Ihre Zukunft ist natürlich die, wann man wieder in den Normalbetrieb zurückkehrt. Der nächste Abschnitt endet dann auch wieder mit unserem unter dem Elektronenmikroskop sichtbaren schädlichen Akteur und ergreift eine Frage auf, die ich einleitend gestellt habe. Soll es ein Finanzausgleichssystem in der Europäischen Union geben? Was sind die Grundlagen hierfür? Nun, Sie sehen hier mal eine Übersicht über das Haushaltsdefizit über die Zeitachse, begonnen 2007. Da sehen Sie manche Mitgliedstaaten etwa bildlich gesprochen unten. Zum Beispiel, das ist die Linie für die Slowakei, dieses Gelbe. Aber schauen Sie sich auch einmal die Linie zu Finnland an, dieses Hellblau. Ich räume ein, diese Grafik ist nicht besonders gut zu sehen, aber wir sehen, dass da in Finnland auch es von 40 bis knapp unter 60% nur hochgeht in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wenn man die baltischen Staaten hier noch mit aufnehmen würde, wären das auch Linien so im unteren Bereich. 60% Haushaltsdefizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt heißt, dass 60% der Wirtschaftskraft ausschließlich für den Schuldendienst eingesetzt werden müssten, dann werden die Schulden abgebaut. Das geht ökonomisch so nicht, weil man ja nicht 60% vom Jahr nichts essen, nichts konsumieren darf. Das ganze Bruttoinlandsprodukt müsste ja dann in den Schuldendienst fließen und entsprechend lange braucht es eben, um so etwas zurückzuführen. Die Probleme sind dann auch in den oberen Linien zu sehen. Wir haben oben Griechenland, ja, an der 160%-Grenze schrammen. Dann ging es leicht bergab. Griechenland hat in der letzten Zeit eine positive Entwicklung verzeichnen können. Aber auch Staaten wie Frankreich und Italien und Spanien sind deutlich oberhalb der 80%-Linie unterwegs. In Spanien ist das besonders tragisch, weil Sie sehen, dass bis 2007 das Land ausgesprochen solide gewirtschaftet hat. Hier ist eine Immobilienblase geplatzt, die diesen Effekt ausgelöst hat. Wir können das auch noch mal an einer Tabelle von Eurostat sehen. Die ist von 2018, deswegen ist UK noch dabei, welche Staaten besonders hoch verschuldet sind und welche Staaten in der Verschuldung. Da sehen Sie etwa Estland mit 8,4%. Ist praktisch, wenn man so will, schuldenfrei. Auch die anderen baltischen Staaten sind fiskalisch sehr gut aufgestellt und die Bundesrepublik ist in dem Zeitpunkt ungefähr auf der Linie des Erlaubten. Das spiegelt sich auch in den Renditen für Staatsanleihen wider. Je größer das Risiko, desto höher die Rendite desjenigen, der die Staatsanleihen erwirbt. Und das hat etwa, wenn Sie diese blaue Linie ansehen, dazu geführt, dass man für eine griechische Staatsanleihe im Jahr 2011 25% bekommen hat.
Das führt natürlich dazu, dass der Staat Griechenland nur noch ganz schwer an Kredit herankommt, weil man ein Viertel der Kreditsumme pro Jahr als Zinsleistungen erbringen muss. Das ist kaum noch darstellbar. Es ist nicht mehr darstellbar. Die normative Regelung nun, das steuert, ist das Bailout-Verbot des Artikel 125a EUV. Und diese Norm, wie sie so als Block hier steht, kann man nur erklären, wenn man sie sich bunt anmalt. Und das tue ich jetzt. Die beiden Sätze haben jeweils ein unterschiedliches Subjekt. Für den Satz 1 ist es die Europäische Union, Satz 2 der Mitgliedstaat. Was ist das Verb? Das ist haftet nicht und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein. Tritt nicht ein, aber wofür? Für derartige Verbindlichkeiten. Also die Union haftet nicht und tritt nicht für Verbindlichkeiten ein. Ein Mitgliedstaat haftet nicht und tritt nicht für Verbindlichkeiten ein. Ja, für welche wird nicht gehaftet und eingetreten? Für die Verbindlichkeiten der Zentralregierung, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats. Also für alle Untergliederungen der Mitgliedstaaten haftet weder die Union und tritt nicht dafür ein und haften auch die anderen Mitgliedstaaten nicht und treten nicht dafür ein. Nun hat es im Zuge der Staatsschuldenkrise 2010, 11, aber Vorgänge gegeben, die wir uns gleich ansehen werden, die möglicherweise ein solches Haften und Eintreten waren. Und es gibt die nach wie vor auch belegbare Interview-Äußerung: We violated all the rules because we wanted to close ranks and really rescue the Eurozone. Das hat die damalige französische Finanzministerin gesagt, sodass natürlich in Europarechtlerkreisen es eine Unsicherheit gab. Ja, zählen denn die normativen Vorgaben überhaupt noch etwas? Es wurde relativ bald im Rahmen eines irischen Vorlageverfahrens, ausgelöst durch einen irischen Abgeordneten mit dem Namen Pringle, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs herbeigeführt, die Pringle-Entscheidung. Die zentralen Passagen habe ich Ihnen auch auf das Handout gedruckt. Das lohnt sich schon sehr nachzulesen, denn der Gerichtshof hat zweierlei ausgeführt. Erstens, nach dem Wortlaut des Artikel 125 ist nur verboten, dass die Union oder ein anderer Mitgliedstaat in die Schuldnerstellung einrückt eines anderen Mitgliedstaates, dass also eine Rettung erfolgt durch direkte Haftungs- oder Schuldübernahme, nicht jedoch durch freiwillige Unterstützung mit Garantien oder Krediten. Also letztlich nach der Sicht des EuGH also kein We violated all the rules. Und zweitens, dass diese nach dem Zweck der Verträge diese Unterstützungen allerdings konditioniert sein müssen, letztes Mittel sein müssen und nicht die Stabilitätskonstruktion des Vertrages aushebeln dürfen. Das heißt vor allen Dingen den Mitgliedstaaten nicht den Anreiz nehmen dürfen, selbst ordentlich eine ordentliche Haushaltswirtschaft herbeizuführen. Im Anschluss an das Pringle-Urteil wurde dann die einzige Vertragsänderung im Vertragstext, es gab Änderungen in den Protokollen, aber im Vertragstext, im vereinfachten Änderungsverfahren durchgeführt, im vereinfachten Änderungsverfahren nach Artikel 48 Absatz 6, die einzige nach Inkrafttreten des Lissabon in den Vertrages von Lissabon in den Verträgen. Es wurde nämlich an Artikel 136a EUV ein Absatz 3 angehängt, der sich jetzt auch in Ihren Textsammlungen befinden muss. Wenn nicht, haben Sie eine, die älter ist als 2013 und sollten Sie einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, können einen Stabilitätsmechanismus errichten, der aktiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, um die Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren.
Die Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen im Rahmen des Mechanismus wird strengen Auflagen unterliegen. Die Vertragsänderung und das EuGH-Urteil in Pringle laufen zeitlich parallel, aber klar ist, solche Hilfen sind also entgegen der weit überwiegenden Annahme zu Artikel 125 AEUV vorher zulässig. Sie müssen aber eben Ultima Ratio sein und strengen Auflagen unterliegen. Das sind sozusagen die europarechtlichen Grenzen für einen Hilfsmechanismus in Notsituationen. Die verfassungsrechtlichen Grenzen sind in begleitenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ausbuchstabiert worden. Wenn solche Hilfen einem anderen Mitgliedstaat geleistet werden, dann belastet das ja den Bundeshaushalt. Und das ist zwar möglich, so das Bundesverfassungsgericht, der Bundestag darf sich aber seiner Haushaltsbefugnisse nicht entäußern. Bitte erinnern Sie sich ganz am Anfang der Vorlesung an meine Ausführungen zur Verzahnung zwischen Europarecht und Verfassungsrecht. Denken Sie bitte auch an das, was Ihnen Professor Dann in der Vorlesung zum Staatsrecht 3 erläutert. Es gibt Schranken der europäischen Integration aus Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 3, in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz, dem Demokratieprinzip, die berühmten fünf Vorbehaltsbereiche, die ich Ihnen damals genannt hatte, darunter die Haushaltswirtschaft. Der Bundestag darf sich nicht so stark verpflichten, dass er sich seiner Haushaltsbefugnisse entäußert. Das bedeutet nach der Sicht des Bundesverfassungsgerichts, das ist eine verfassungsrechtliche, keine europarechtliche, dass der Bundestag immer eine Vetoposition benötigt, wenn solch ein Mechanismus aktiviert wird. Anfangs wurde auch diskutiert, ob es für die Verschuldungsübernahme, die ja keine echte Übernahme sein darf, sondern nur eine Unterstützung, damit der Schuldendienst weiter gewährleistet ist, ob es eine zahlenmäßige Obergrenze gibt. So 2011, 12 hat das Bundesverfassungsgericht da Suchbewegungen unternommen, ob es so eine Obergrenze gibt. Davon ist man wieder ab, sondern es steht der aus meiner Sicht sehr überzeugende Satz in den Entscheidungen dazu, dass Artikel 79 Absatz 3 nicht den unveränderten Bestand des geltenden Rechts garantiert, sondern Strukturen und Verfahren offen halten soll, gewährleistet, die den demokratischen Prozess offen halten sollen und dabei auch die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Parlaments sichern. Also es muss der Deutsche Bundestag, wenn er sich an solchen Mechanismen beteiligt, sicherstellen, dass auch in der Zukunft eine demokratische Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben möglich ist. Meine Damen und Herren, nun kennen Sie jetzt die Grundlagen sowohl in realer, in tatsächlicher als auch in normativer Hinsicht. Jetzt schauen wir uns mal an, was auf diesen Grundlagen geschehen ist. Es hat zunächst mal auf dem Weg zum ESM, zum Europäischen Stabilitätsmechanismus, eine Reihe von Rettungsmaßnahmen, die in der Öffentlichkeit als Rettungsschirme bezeichnet wurden, gegeben. Einmal das erste Griechenland-Paket Anfang Mai 2010, in dem Griechenland eine Unterstützung in Form von gepoolten Garantien der Mitgliedstaaten von rund 120 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden sind. Einen in Form einer Verordnung ergangenen europäischen Finanzstabilitätsmechanismus in Höhe von 60 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt und besonders interessant eine Zweckgesellschaft, die European Financial Stability Facility. Auf privatrechtlicher Basis wurden da Garantien und Kredite der Mitgliedstaaten zugunsten notleidender Haushalte von anderen Mitgliedstaaten gepoolt. Hier kann man erkennen, wie diese Mittel in der Frühphase verauslagt wurden. Portugal und Irland haben aus dem EFSM sehr viele Kredite und Garantien gezogen. Griechenland überwiegend aus dieser Facility, aber das ging auch an Irland und Portugal. Der IWF war noch anfangs
beteiligt. Und Irland hat sogar bilaterale Unterstützung von einem Mitgliedstaat erhalten, nämlich von Großbritannien. Interessanterweise, weil natürlich Großbritannien auch ein Interesse daran hat, dass der irische Staatshaushalt nicht auseinanderbricht. Das waren Hilfskonstruktionen zu Beginn, Hilfskonstruktionen aber mit großer Finanzwirksamkeit. Nach meiner Erinnerung, Informationen sind die Kredite und Garantien Irlands und Portugals mittlerweile wieder zurückgeführt. Für Griechenland kann man das nicht sagen. Bis zu Beginn der Pandemiekrise war Griechenland aber auch durch innenpolitische Veränderungen auf einen guten Weg gekommen. Das Ganze wurde dann im europäischen Stabilitätsmechanismus verstetigt, verbessert oder, sagen wir mal, rechtlich auf feste Beine gestellt, nämlich durch einen völkerrechtlichen Vertrag der Eurozonenstaaten. Warum durch einen völkerrechtlichen Vertrag? Nun, es hat keine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten gegeben dafür, hier eine Vertragsänderung herbeizuführen. Und hier ist ein Mechanismus zur Vergabe von Stabilitätshilfe unter den Mitgliedstaaten errichtet worden, nämlich der Europäische Stabilitätsmechanismus als völkerrechtlich begründete, separate, aber mit der Europäischen Union eng verknüpfte internationale Organisation. Wie stimmt man im Europäischen Stabilitätsmechanismus ab? Das geschieht nach Kapitalstruktur. Das heißt, das geschieht danach, wie stark die Mitgliedstaaten im Europäischen Stabilitätsmechanismus verpflichtet sind. Und diese Verpflichtung entspricht dem Anteil der ursprünglichen nationalen Währungen im Euro. Da die D-Mark die stärkste Währung war, die in den Euro eingegangen ist, hat die Bundesrepublik im ESM ein Stimmengewicht von 27%. Was sind nun die Maßnahmen, die der ESM in solchen Abstimmungen bewirkt? Ich habe Ihnen dazu für die Abstimmung die entscheidenden Vorschriften, das sind Artikel 4 und 5, auf das Handout abgedruckt. Was ich Ihnen nicht abgedruckt habe, weil das dann eben doch ins Schwerpunktstudium hineinreicht, ist, was hier gewährt wird. Nun, Hilfen in Form von Krediten, in Form von Garantien. Darüber wird abgestimmt im Rahmen des ESM im Gouverneursrat mit entsprechenden Mehrheiten der Mitgliedstaaten, wobei für die wichtigen Entscheidungen ohnehin Einvernehmen erforderlich ist. Diese Stimmgewichtung gibt es nur in besonderen Situationen, aber selbst dann ist es immer so, dass man Sperrminoritäten von mindestens einem Viertel hat und damit ist auch das Erfordernis des Bundesverfassungsgerichts, dem ist dann auch Genüge getan, dass die Bundesrepublik Deutschland und der Deutsche Bundestag gewissermaßen so eine Hilfe stoppen können. Diese Hilfen werden mit dem ersuchenden Mitgliedstaat verhandelt, wer das nachgucken möchte, Artikel 13 ESM-Vertrag und in einem Memorandum of Understanding festgehalten, sodass die Mitgliedstaaten, die die Hilfe bekommen, dann beauftragt werden, bestimmte Reformen innerstaatlich durchzuziehen, durchzuführen und im Gegenzug dazu Hilfszahlungen in Form von Krediten oder eben Garantien zu bekommen. Das Modell ist letztlich der Arbeitsweise des Internationalen Währungsfonds nachempfunden. Ein Problem ist 2015 entstanden durch das sogenannte dritte Griechenland-Paket. Griechenland war nach großen politischen Verwerfungen Mitte 2015 wieder am Rande der Insolvenz. Das gibt es bei Staaten nicht, das ist ein untechnischer Begriff. Aber ich möchte jetzt auch nicht solche bösen Worte wie Pleite oder sowas hier immer in den Mittelpunkt stellen und hat ein letztes Mal Unterstützung bekommen vom ESM. Da sehen Sie das Ausleihvolumen 2018. Da waren noch Reste für Spanien und Zypern enthalten, die meines Erachtens zumindest für Spanien mittlerweile zurückgeführt sind. Griechenland hatte noch mal 60 Milliarden. An sich war in 2015 nicht absehbar, dass die Schulden Griechenlands tragfähig seien. Das ist eine Voraussetzung für eine solche Hilfe. Sie wurde dennoch gewährt. Es wäre sozusagen ohne die Pandemiekrise vielleicht sogar gut gegangen.
Ein weiteres Problem, das ich im Pflichtfachbereich nur andeuten kann, im Schwerpunktbereich ist es dann ein Problem, das sehr intensiv diskutiert wird. Diese Konditionalitäten, die in den Memoranda of Understanding vereinbart werden, schaffen für bestimmte Bevölkerungsgruppen Härten. Das können etwa sein Personen, die Geldanlagen haben und sie dann verlieren, weil zu den Konditionalitäten eine Bankenrestrukturierung gehört. Das können aber auch Personen sein, die Einkommenseinbußen erleiden, etwa weil sie auf staatliche Transferzahlungen angewiesen sind, die dann gekürzt werden. Das mag etwa Altersrentner betreffen. Also hier haben wir eine Konstellation, die auch, sagen wir mal, die grund- und menschenrechtliche Situation der Europäischen Union herausfordert. Ende 2020 ist tatsächlich von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt der ESM reformiert worden. Er hat noch eine stärkere Bedeutung jetzt, um das ganz unspezifisch zu sagen, im Kontext der Bankenabwicklung und der Bankenrestrukturierung erhalten. Das aber für Sie im Wesentlichen als Merkposten. Ja, bis vor ungefähr einem Jahr drohte dieses hier ein Thema mit einer gewissen Verkrustung zu werden, weil bestimmte Situationen einfach erklärt werden mussten, aber diese immer weiter Richtung Rechtsgeschichte gedrückt wurden. Das kann man nun nicht mehr sagen, denn die Pandemiekrise hat auch hier eine erhebliche Veränderung herbeigeführt. Die Europäische Kommission oder die Europäische Union, angeregt, angestoßen von der Europäischen Kommission, hat hier die Architektur verschoben. Zunächst durch ein Programm SURE, das ist eine Abkürzung für ein Unemployment-Bekämpfungsmechanismus. Ich will das mal also ein Arbeitslosigkeitsbekämpfungsmechanismus. Mit der Höhe von 100 Milliarden Euro sind das weitergeleitete Kredite der Europäischen Union. Die Europäische Union nimmt in Höhe von 100 Milliarden Euro Kredite auf und gibt sie zinsgünstig an die Mitgliedstaaten weiter, damit etwa in den Mitgliedstaaten, in denen es das nicht gibt, in der Pandemiekrise Kurzarbeitergeld gezahlt werden kann. Das ist nun überlagert worden durch das Programm Next Generation EU, eine Kreditermächtigung an die EU in Höhe von 750 Milliarden Euro, davon 390 Milliarden Euro als Zuschüsse an die Mitgliedstaaten, echte Schuldenerstellung nun der Europäischen Union, weil das Geld ja in Form von Zuschüssen weitergegeben wird. Und wo sind die Rechtsgrundlagen für so eine Entwicklung? Die werden gesehen in Artikel 122 AIUV, eine Norm, die wir uns deswegen mal genauer ansehen. Interessanterweise ist in den Kommissionsdokumenten, auch in den vom Rat vorliegenden Dokumenten zu dieser Entwicklung, unklar, welcher Absatz genutzt wird. Schauen wir uns mal erst den spezielleren Absatz 2 an. Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, naja, das könnte man bei der Pandemie ja schon ganz gut bejahen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission beschließen, dem betreffenden Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen einen finanziellen Beistand der Union zu gewähren. Darauf stützt sich im Kontext von Next Generation EU die Europäische Union, eben solchen Beistand zu gewähren. Und sie stützt sich auch auf Absatz 1, wonach der Rat auf Vorschlag der Kommission im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten über die der Wirtschaftslage angemessenen Maßnahmen beschließen kann. Das scheint schon besser zu passen, aber wenn Sie mal schauen, gedacht ist eigentlich an was anderes: gravierende Schwierigkeiten bei der Warenversorgung, insbesondere im Energiebereich. Das ist natürlich hier nicht der Fall, sondern hier soll ein Riesenhilfsprogramm auf den Weg gebracht werden. Also schon die Verauslagung dieser Mittel ist problematisch.
Was auf jeden Fall der 122 nicht erlaubt, ist eine Kreditaufnahme. Da steht ja nirgends drin, wo diese Mittel herkommen, wenn sie sich nicht schon im EU-Haushalt befinden. Dazu bitte nochmal eine Rückblende. Wir haben das schon besprochen bei der Finanzierung der Europäischen Union. Der Eigenmittelbeschluss nach Artikel 311 Absatz 3, das kennen Sie schon, dass der Rat einstimmig und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einen Beschluss über die Eigenmittel erlässt. Das ist hier geschehen und jetzt ist aber der Clou bei Next Generation EU, dass die Mittel nicht in den Haushalt fließen, sondern verbucht werden als sonstige Einnahmen. Ich hatte seinerzeit in der Stunde über die Finanzierung der Europäischen Union das schon sehr kritisiert. Ich habe mich dazu ja auch schon schriftlich geäußert. Der momentane Stand ist, dass die Ratifikationen in den mitgliedstaatlichen Parlamenten laufen und solange die nicht abgeschlossen sind, gibt es das Instrument auch nicht. Der momentane Stand ist auch so, dass der Mitgliedstaat, der rechnerisch, das kann man belegen, das ist jetzt nicht irgendeine polemische Behauptung von mir, am meisten von diesem Paket profitiert hätte, vielleicht auch mit einem guten Grund, weil dieser Mitgliedstaat ganz besonders von der Pandemie betroffen ist, Italien. In der Annahme dieser Mittel, ja, sagen wir mal, in Probleme geraten ist. Die Probleme sind die, dass in Italien über die Annahme dieser Mittel die Regierung auseinandergebrochen ist. Das sind politische Beschreibungen. Wir können gerne die rechtlichen Grundlagen diskutieren. Ich möchte Ihnen hier vor allen Dingen anhand der Vorschriften demonstrieren, wie schwierig die Lage der Europäischen Union momentan ist. Und Ihnen natürlich Appetit machen, das im Schwerpunkt weiter zu studieren. Last, aber sicherlich nicht least, last but not least, ist natürlich nun auch die Europäische Zentralbank als das supranationale Organ der EU. Ich sage Ihnen gleich, worin ich die besondere Supranationalität sehe. Im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion abzuhandeln. Die Europäische Zentralbank ist ein Organ der Europäischen Union. Sie ist in Artikel 13 EUV aufgezählt und das ist das Besondere, sie verfügt über eine besondere Unabhängigkeit. Diese ist in Artikel 282 Absatz 3, Satz 3 und 4 enthalten. Sie, die EZB, ist in der Ausübung ihrer Befugnisse und der Verwaltung ihre Mittel unabhängig und weiter dann in Satz 4 des Artikel 282 Absatz 3. Die Organe, Einrichtungen und oder sonstigen Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten achten diese Unabhängigkeit. Wir haben also eine unabhängige Zentralbank in der Europäischen Union. Wie ist diese Zentralbank organmäßig aufgebaut? Sie verbindet im europäischen System der Zentralbanken, die nationalen Zentralbanken, die weiterhin existieren. Und das nur als Ausblick für Sie. Es gibt in Ihren Gremien ein kompliziertes Rotationssystem. Wenn Sie in Artikel 283 hineinschauen, dann haben Sie in Absatz 2 das Direktorium mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern. Sie sehen hier die Präsidentin Frau Lagarde mit den Vizepräsidenten und weiteren Mitgliedern, also insgesamt sechs Personen im Direktorium. Und Sie haben den EZB-Rat, die sechs Mitglieder des Direktoriums und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der 19 Mitgliedstaaten des Euroraums, entsprechend 283. Und hier gibt es eben nach Artikel 10 Absatz 2 der Satzung der EZB, die ja Primärrechtsrang hat, weil sie in einem Protokoll drin steht, die Situation, dass zwar alle immer dabei sind, aber die Stimmrechte rotieren nach einem sehr komplexen System. Das sozusagen als Schlaglicht auf die Organstruktur der EZB. Was macht die EZB? Welche Handlungen führt sie aus? Welche Möglichkeiten hat sie? Nun, das Königsinstrument der Zentralbanken ist eigentlich die Leitzinsfestsetzung, die Festsetzung des Zinses, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank Geld leihen können.
Nun ist es aber so, dass Sie alle, das frage ich in der Live-Vorlesung dann immer ganz gerne, kann ich jetzt nicht tun, auf die Kommastelle genau wissen, wie hoch der Leitzins ist. Das ist deswegen so leicht, weil er schon seit geraumer Zeit bei Null liegt. Wenn eine Geschäftsbank bei der EZB Geld erhalten möchte, dann müssen dafür keine Zinsen bezahlt werden. Das ist sozusagen fast weltumspannend so. Ich müsste jetzt mal schauen, ob die Fed mittlerweile einen leichten Zins nimmt. Ich bin mir nicht besonders sicher. Bei der EZB ist es aber der Leitzins bei Null. Außerdem können Offenmarktgeschäfte gemacht werden. Das heißt, die EZB kann auf den Finanzmärkten Geldgeschäfte machen, Finanzgeschäfte durchführen. Das werden wir gleich noch näher sehen. Sie kann in bestimmten Situationen den Geschäftsbanken eine Mindestreserve auferlegen und das ist vielleicht das Zentrale hier, das ist nicht nur vielleicht das Zentrale, das ist dann Zentrale. Sie kann im Rahmen ihres Mandats sogenannte unkonventionelle Maßnahmen treffen. Und diese unkonventionellen Maßnahmen bestehen im Wesentlichen in Gestalt von sogenannten Anleihekaufprogrammen. Anleihekaufprogramme heißt, die Europäische Zentralbank erwirbt auf den Kapitalmärkten Anleihen. Der Erwerb von Anleihen bedeutet das Einrücken in die Gläubigerstellung in einem Kreditgeschäft. Und so war das erste Programm gleich zu Beginn der Staatsschuldenkrise 2010 das sogenannte Securities Market Program, SMP. Und in diesem Rahmen hat die EZB Anleihen in diesem, so wie es hier dargestellt ist, erworben. Ganz viele im Mai 2010, ein Teil davon aber auch im August 2011. Und diese Anleihekäufe im August 2011, die, wie Sie hier sehen, hochgingen bis über die 200 Milliarden Euro Grenze, also in der akkumulierten, auf der akkumulierten Säule rechts, dass so hoch der Bestand war, dass eben über 20 Milliarden pro Woche gekauft wurden. Dieser Anleiheerwerb, ich möchte es mal so ausdrücken, im August 2011, das war der, polemisch sagen wollte, Sündenfall der EZB-Politik. Ich möchte versuchen, es zu versachlichen, der Problemfall. Denn dieser Anleihenkauf ging einher mit Schreiben, insbesondere an die italienische Regierung, die später geleakt wurden, in denen der italienischen Regierung bestimmte, damals unter dem Ministerpräsidenten Berlusconi, wenn der noch bekannt ist, in dem der italienischen Regierung seinerzeit bestimmte Reformen auferlegt wurden. Ja, und der Anleihekauf gegen Reformen, das wird man wohl kaum anders bezeichnen können als monetäre Staatsfinanzierung. Und Sie erinnern sich an den Beginn des Videos hoffentlich, diese ist eben verboten. Wie genau, sehen wir noch. Der zweite Schritt ist dann das Programm Outright Monetary Transactions. There's another message that I want to tell you today is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Ja, die berühmte Rede vom Juli 2012 des seinerzeitigen EZB-Präsidenten Draghi wollte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Der berühmte Satz, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Und dann dieses schöne, and believe me, it will be enough. Das war die Ankündigung eines Anleihekaufsprogramms, Outright Monetary Transactions, OMT, eines Anleihekaufsprogramms, Kauf von Staatsanleihen und Mitgliedstaaten, die unter dem Schirm des ESM stehen. Auch hier wissen Sie alle, wie viele Anleihen letztlich gekauft wurden, nämlich gar keine. Allein die Ankündigung, die ich Ihnen hier aufgezeichnet vorgespielt habe, von Mario Draghi, hat ausgereicht, hier die Märkte zu beruhigen. Danach sind noch zwei weitere Anleihekaufprogramme zu verzeichnen, nämlich einmal das Quantitative Easing und klein d lassen wir mal kurz raus. Ich möchte Ihnen zunächst etwas zum Quantitative Easing sagen.
Hier ging es um den Ankauf von Anleihen der Mitgliedstaaten in Höhe von bis zu 80 Milliarden Euro im Jahr durch die Bank weg. Alle Mitgliedstaaten, ob krisengeschüttelte oder nicht krisengeschüttelte, das hat dazu geführt, dass die EZB im Jahr 2018 etwa einen Bestand von 2,3 Billionen Staatsanleihen hat. Anders gewendet, Hauptgläubigerin vieler der Mitgliedstaaten ist. Und dieses Programm, dieser Ansatz ist in der Pandemiekrise wieder aufgelegt worden, im Pandemic Emergency Purchase Program, PEP. Und hier habe ich einmal zum Stand 18. Dezember 2020 den Anleihebestand, das sind 750 Milliarden Euro. Also kurz gesagt, die EZB ist in ganz weitem Umfang Gläubigerin der Mitgliedstaaten. Dieser starke Eingriff in die Wirtschaftspolitik der Jahre seit 2015 muss natürlich unionsrechtlich, aber auch nach nationalem Verfassungsrecht bewertet werden. Und Sie wissen schon bevor dieser Vorlesung, dass es hier Anfang Mai zu einem Crash gekommen ist. Das Bundesverfassungsgericht ist erstmals einem EuGH-Urteil nicht gefolgt. Jetzt können wir die materiellrechtliche Seite betrachten, die wir ja schon kompetenzrechtlich uns angesehen hatten. Die erste Frage, die sich hier stellt, ist, ob solche Anleihekäufe Währungspolitik oder Wirtschaftspolitik sind. Warum ist das eine Frage? Nun, Sie haben hier gelernt, Währungspolitik ist ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union. Wirtschaftspolitik, das koordinieren die Mitgliedstaaten. Der EuGH hält die Anleihekäufe für einen währungspolitischen Mechanismus. Hintergrund ist, das ist die Aussage, die er in den beiden Entscheidungen Gauweiler und Weiß, die ich Ihnen jeweils abgedruckt habe, trifft, ist die Aussage, dass die Europäische Zentralbank so handeln muss, um die währungspolitische Transmission ihrer Entscheidungen, insbesondere der Leitzinsentscheidungen, sicherzustellen oder überhaupt wieder zu ermöglichen. Also ohne sozusagen eine Marktberuhigung, so die Argumentation der EZB, die der EuGH akzeptiert, kommt man nicht in den Normalmodus zurück. Die wirtschaftspolitischen Auswirkungen, die das hat, sind dann zu akzeptieren, so der Gerichtshof, wenn sie verhältnismäßig sind und erhält sie sowohl beim OMT-Programm, da war es nicht so schwer, das wurde nie benutzt, als auch beim Quantitative Easing, das auch unter dem Teilprogramm Public Sector Purchase Program bezeichnet wird, PSPP, das ist das Urteil Weiß, erhält sie auch für verhältnismäßig. Das Bundesverfassungsgericht sieht es anders. Es behauptet, es stellt in den Raum, es führt aus, dass die wirtschaftspolitische Zielsetzung vom EuGH eben gerade nicht hinterfragt und nicht detailliert geprüft wird. Ich hatte schon zu erkennen gegeben in der Vorlesung zur Kompetenzkontrolle, dass an dieser Argumentation nach meiner Auffassung etwas dran ist. Wer das detaillierter nachlesen möchte, ich habe in den Literaturkasten ja auch immer meine Use-Besprechungen geschrieben. Ich habe das nochmal schriftlich niedergelegt und Ihnen auch zur Verfügung gestellt. Ich kann in der Vorlesung in der zur Verfügung stehenden Zeit das nur in dieser Kürze ausführen. Meines Erachtens sind die wirtschaftspolitischen Folgen dieser Politik der EZB so gravierend, dass in der Tat die Kontrolldichte des EuGH darüber nicht hinreichend ist, wenn man nur sagt, wir akzeptieren aber, was die EZB sagt. Ob man im Endeffekt wirklich zu einer Unverhältnismäßigkeit kommt, ist eine andere Frage. Es wenigstens zu prüfen, da meine ich schon, gibt es beim EuGH ein Kontrolldefizit. Es geht letztlich um die Grenzen des 127 Absatz 1 Satz 2 AEUV, der ja eine Unterstützung der Wirtschaftspolitik ermöglicht. Was die EZB aber nicht darf, ist Wirtschaftspolitik zu betreiben. Viel spannender oder problematischer und vom Bundesverfassungsgericht nur
In zweiter Linie beachtet sehe ich aber hier das Problem der monetären Staatsfinanzierung. Und dazu müssen wir uns mal den 123 AEUV genauer ansehen. Was ist hier verboten? Auch das muss man durch geschickte Einfärbung des Vertragstextes sich erschließen. Verboten ist der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen, das sehen wir gleich, von was? Durch die EZB oder die nationalen Zentralbanken. Was ist verboten? Schuldtitel zu erwerben von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, Zentralregierungen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstigen Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Unternehmen der Mitgliedstaaten. Die EZB darf nach dieser Vorschrift keine Schuldtitel erwerben, grob gesprochen der Union und der Mitgliedstaaten in allen ihren Untergliederungen, aber das darf eben, ist eben nur verboten unmittelbar. Der unmittelbare Erwerb von solchen Schuldtiteln. Das heißt mit anderen Worten, die direkte Kreditvergabe. Was geschieht durch die Anleihekaufprogramme? Die Anleihen werden mittelbar auf den Finanzmärkten erworben. Nun ist es aber auch anerkannt, unumstritten, dass der Artikel 123 ein Umgehungsverbot enthält und irgendwann schlägt praktisch der mittelbare Erwerb in eine Umgehung des Verbots des unmittelbaren Erwerbs um. Wann ist das der Fall? Wenn etwa der konkrete Mitgliedstaat weiß, dass seine Anleihe ohnehin von der EZB gekauft wird, dann sinken natürlich die Renditen, dann wird die Kreditaufnahme günstiger. Oder wenn der Zeitraum zwischen Anleihebegebung und Erwerb durch die EZB ganz kurz ist. Das sind alles solche Parameter, die man für eine Umgehung aufgestellt hat. Bei PEP gibt es halt, das Bundesverfassungsgericht führt es aus in der Entscheidung vom 5. Mai, ganz erhebliche Anzeichen für eine Verletzung des Umgehungsverbotes, die der EuGH doch nur letztlich sehr kursorisch prüft oder nicht hinreichend genau, das würde ich schon sagen. Wiewohl ich auch sage, bitte, das passt zwar nicht thematisch hier in die Vorlesung, aber es ist ein großes Problem, dass das Bundesverfassungsgericht dem EuGH nicht folgt. Ja, das ist unionsrechtlich ein Problem. Die Sachfragen stellen sich aber eben auch. Und jetzt in der Pandemiekrise sind sowieso die Dämme gebrochen. Die Programme der EZB sind massiv und es werden massiv Anleihen gekauft. All das spricht schon, gibt es schon, sagen wir mal, ein Risiko der monetären Staatsfinanzierung. Die EZB ist als wirtschaftspolitischer Akteur auch nicht demokratisch legitimiert. Sie ist eine unabhängige Institution mit dem einzigen Ziel Preisstabilität. Und nicht Rettung der Eurozone oder Rettung der Europäischen Union in finanzieller Hinsicht. Ein letzter Punkt zu den Anleiheprogrammen, der zurückgeht auf eine der Fragen, die das Bundesverfassungsgericht der EZB gestellt hat. Das war diejenige nach dem Verlustausgleich. Das Bundesverfassungsgericht hat die EZB im Verfahren, das dann zum Urteil Weiß geführt hat, gefragt, was passiert eigentlich, wenn ein Mitgliedstaat mit der Bedienung seiner Anleihen ausfällt. Also ein Blick in die Feinstruktur dieser Anleihekaufprogramme. Die Anleihen werden von den mitgliedstaatlichen Zentralbanken im System der Zentralbanken, an dessen Kopf die EZB steht, gekauft und sozusagen dort verwaltet. Was passiert, wenn die Anleihen des Staates X gegenüber der Zentralbank von X, die im ESZB mit der EZB verbunden ist, nicht mehr bedient werden? Muss dann die EZB nachschießen? Müssen dann die Mitgliedstaatlichen, die anderen Zentralbanken praktisch eine Ausfallhaftung übernehmen und sich das Geld ja irgendwo wiederholen, zum Beispiel aus den nationalen Staatshaushalten? Da hat der Gerichtshof gesagt, diese Frage ist hypothetisch, die beantworten wir nicht. 267 AEUV ist nur für reelle Fragen da. Das habe ich im Schrifttum als provokant gekennzeichnet und ich sehe das auch weiterhin so. Da wollte man sich einer unbequemen Frage entledigen. Das Bundesverfassungsgericht hat das ganz
möchte ich fast sagen, gewitzt gelöst, indem es gesagt hat, aha, wenn das eine hypothetische Frage ist, dann steht ja wohl fest, dass es eine solche Nachschulpflicht nicht gibt. Ob das nach den Regeln der Formallogik so gefolgert werden kann, lasse ich hier mal offen, aber das ist ein schöner Schluss für diese Vorlesungseinheit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, soweit also zur Wirtschafts- und Währungsunion, zu den Problemen und Fragen der Eurozone und den daran anknüpfenden weiteren Fragen der Finanzierung der Europäischen Union. Ich hoffe, Sie hatten Freude dran, auch wenn es sehr schwierig ist. Und ich freue mich, wenn ich Sie bald wieder in unseren Gesprächen begrüßen kann. Dankeschön.